Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome to the World 2 mit Epirus. Letzte Runde, also die ganze letzte Folge war die Schlacht um Lily Bayon. Ja, schade, dass hier nicht die ganzen Schlachten aufgezählt sind, aber hier diese Icons oder Symbole. Na? Schlacht um Lily Bayon, genau. Das wird, glaube ich, nur bei Schlachten außerhalb gezeigt. Ja. Wir haben gegen zwei riesige Invasionsflotten gewonnen. Zwar haben wir zwei Einheiten dabei verloren, zwei sehr gute Einheiten. Einmal eine Kavallerieeinheit mit Rang 5. Aber das war nur Bürgerkavallerie. Achso, na dann. War es nicht ganz so schlimm. Deswegen haben die wahrscheinlich verloren, weil die haben kaum Rüstung. Okay, die haben 74 Rüstung. Okay, aber so viel Schaden machen die nicht. Moral haben die eigentlich. Ja, pff, weiß auch nicht. Genau, und eine Pikinier-Einheit, die war, glaube ich, auch Rang 4 oder Rang 3, weiß ich jetzt nicht mehr. So, und wir haben letztes Mal eine Full-Stack-Armee von Rom, oder vorletztes Jahr, vorletztes Mal eine Full-Stack-Armee von Rom zerstört, das war sehr wichtig. So, die Grüne Legion, was bekommt die? Die haben zwei Kavallerieeinheiten, vier Pikeniere. Hier ganz viele Hopliten, 2, 4, 6 Fernkämpfer. Ich bräuchte jetzt eigentlich noch Kavallerieeinheiten, aber ich will eigentlich nicht die Bürgerkavallerie. Dann hole ich mir nochmal Pikeniere. 2, 4, 6. Kritische kann ich hier nicht bauen, ne? Schade. Der da bekommt. Warte mal. Moral. Der bekommt jetzt mal 5% Chance auf Verwundung feindlicher Agenten. Sehr gut. Die wird jetzt nochmal Militärsabotage vergiften. Scheitern. Eieiei. Komm du. Schau mal, der hat voll die Bonus bei Manipulation und so. Naja. Du holst dir jetzt. Was holst du dir? Ich glaube, du holst dir jetzt noch Pikiniere. Ja. So. Du hast dir jetzt Bürgerkavallerie als nächstes. Warte, 2, 4, nee, okay, ich brauche wieder. Ich brauche auch Kavallerie. Ja, Kavallerie und Pikiniere dann als nächstes. Sehr gut. Apollonia, der geht's gut. Die tümpelt so vor sich rum. Ich wüsste sehr gerne, was mit Athen ist. Also, wo die ihre Einheiten haben. Ich schau mal gerade bei Athen. Die sind mit Makedonien und Adeyei, Schweinebacke, im Krieg, aber mit Triballa nicht. Triballa sind gerade mit Syrakus und Rom. Und mit denen sind sie verbündet. Okay. Ich wundere mich gerade, dass die halt nicht weitermachen. So waren die schon in Runde 50 oder so. Da, wo wir gerade Athen eingenommen haben. Und dann habe ich hier den Stiefel erobert und der hat dann auch nichts weiter gemacht. Rom hat Desta jetzt zurückerobert, aber hat Desta verloren. Die sind jetzt auch ziemlich groß geworden, ne? Das gefällt mir nicht ganz so.
defensiver Verbündeter. Wenn man das bricht, ist halt die Strafe dafür, sage ich mal, viel größer, ist ja klar. Okay, hier die Grüne Legion wird die nächste Full-Stack-Armee. Und dann werde ich hier auch die Legio 2 Gemina werde ich dann auch vernichten. So, hier werden wir jetzt nächste Runde positiv sein und dadurch werden wir auch Steuersatz haben wir schon plus 15. Wunder, Rüstung für alle Einheiten. Ah, das ist sehr schön. Ätna. Ah, der Ätna, genau, der ist in Syrakus, okay. Da habe ich gerade Steuersatz. Ich finde es kacke, dass hier der Stiefel gehört den Jüngern Zeus. Und hier das Kleine gehört mir. Das finde ich echt nicht geil. Wir haben jetzt 77, wir haben 1% mehr bekommen. Das ist doch was. Wir können die jetzt nicht mehr hohe Steuern und schlechte öffentliche Ordnung verdämmen, aber den General bringt ihn fort, bevor er noch irgendwas macht. Okay. Wer ist das? Der ist. Schade, dass es hier nicht steht, von welcher. Von welcher. Na? Sagt mir. Armee der ist. Ich glaube, das ist nämlich der. Ups, Entschuldigung. Ja, hohe Steuern und schlechte öffentliche Ordnung. Aber die. Bringt ihn weg, bevor er sich entehrt. Der. Warte mal. Den tue ich jetzt mal kurz raus. Den tue ich da rein. Und der, jetzt kannst du wieder die Pikiniere holen. Und jetzt nächste Runde. So, nächste Runde werde ich die Römer mal wieder vertreiben. Mal schauen, ja, der wird jetzt wieder versuchen, mich zu vergiften. Hat er geschafft, na super. Ah, jetzt greift er an, okay. Ja, jetzt greift er endlich an. Ja, mach ich mal so. Das war aber klar. Okay. Okay, da kommt die nächste Legion. Ich wüsste sehr gerne, was jetzt Athen macht. Weil die haben Sparta eingenommen. Hier, und die haben mindestens zwei Full-Stack-Armeen. Hat ja wahrscheinlich keine starken, aber die haben wenigstens welche, ne? So. Militärumsturz, ein gegnerischer Streiter hat eure Patrouillen brutal überfallen. Nur wenige haben überlebt, um von der Tat zu berichten. Erlass annulliert, Attentatsplan, Leibwache anheuern. Gut. Angehört. Ja, ist ja gut alles, ne? Ist gut. Naja, das Gute ist, jetzt können wir dahin gehen und nicht plündern. Das Gute ist, jetzt können wir wieder zurückgehen und wenn er mich angreift, dann haben wir hier diese Schneise. Gut. Alter, was? Alter, was? Es ist so. Okay, die kommen jetzt. Warte mal.
Was der kommt. Der kommt bis da und der kommt. Achso, ja, der ist Gewalt. Der ist im Gewaltmarsch. Das heißt, der kommt in zwei Runden dahin. Ich komme in zwei Runden dahin. Ich muss mit der 500 ersten zurück. Also, ich muss die umtauschen. Umtauschen. Ich muss die 212. hier hochschicken. Die 212. Wieso habe ich jetzt nur 200? Fraktion vernichtet. Eigenschaften erhalten. Kultureller Einfluss. Sehr schön. Sabotage glücklich ist fehlgeschlagen. Siedlung verloren. Provinz umstritten. Armee zerstört. Agent entdeckt. Ganz ehrlich, warum habe ich jetzt nur noch 200? Was geht denn da schief? Wie kann ich euch dienen? Alter. Ich kann ja mir halt jetzt auch nichts mehr leisten, ne? Warte mal. Plündert der? Ne, der plündert nicht, ne? Wo ist denn meine Flotte? Da oben. Wache. Ja, Wache ist ja gut, ne? So, an sich könntest du langsam. Langsam wieder nach Hause kommen. Wieso habe ich jetzt nur noch 200? Das checke ich gerade echt nicht. Haben die 15% so viel ausgemacht? Du kommst jetzt mit. Ja, natürlich ist er versperrt. So, ihr beiden werdet dann die nächste Runde die Legio 2 vernichten. Der kommt jetzt mal hier hin. Und je nachdem, was die da machen, werde ich dann angreifen. So. Eieiei, 77. Also, das war mehr oder weniger klar, dass der jetzt Cosentia angreift. Aber ich wusste nicht, dass ich dann plötzlich kein Geld mehr habe. Okay. Vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst, also. Ja, gut, dass er den angreift. Weil der hat 5% Chance, den zu töten. Komm, kill den. Und der sagt. Ich habe keine Chance. Hä? Hä? Ach so. Okay. Das ist meine die 501. und das ist Garnison. Junge, du stehst auf den anderen gerade drauf, ne? Weißt du schon. Zurückfallen! Rührt euch, Männer! Ich habe ja gar nicht gesehen, dass der den angegriffen hat. Ja. Du weißt schon, dass die Legion jetzt platt ist, ne? Was sei denn, der macht jetzt noch irgendwelche Kunststücke mit dem blöden. Agenten, was dazu führt, dass meine Armee nicht mehr, also nichts mehr machen. Frieden verhandelt, Alter, die haben Frieden geschlossen. Okay, die Architektin.
Die Tochter eines Adeligen erscheint mit einer Bitte für euch. Ihre Mutter, eine sehr einflussreiche V. Der Pfau. Nee, Frau besteht darauf, sie in den Tempel der Athene zu schicken, wo sie Priesterin, die Weberin werden soll. Das ist nicht so gut. Das Mädchen erbittet uns demütig, zum Wohle unserer Stadtentwicklung dienen zu dürfen. Sie hat gehört, dass sie in Mathematik begabt. Sollen wir sie helfen? Ihr helfen? Wenn wir es verweigern, wird sie halt eine Priesterin. Wir bekommen 1000. Oder wir heuern sie an und bekommen einen wichtigen Charakter. Ich glaube, gerade ist ein wichtiger Charakter wichtiger, weil an sich 1000, das ist eine Einheit. Und langfristiger ist. Ja, schau mal, die stehen drauf, ne? Hat Wir er den. hungern. Ich fürchte, das können wir nicht. Wir können diesen. Der Weg ist versperrt. Kommandant? Ja, und jetzt rennt er, ne? Jetzt rennt er. Lauf. Das ist unmöglich. Lauf. Zu euren Dienst. So. 80. Oh nee, oder? Kacke. Ich erwarte weitere Befehle. Sofort. Ja, okay. Ich erwarte eure Befehle. Eine Kavallerieeinheiten für eine ganze Legion, das lässt sich verkraften. Der wird jetzt auch. Warte, was ist das für einer von welcher? Von welcher? Das ist der, ne? Genau. Genau. Ah, gut, also die ist schon mal weg. Der hat jetzt hier nichts gemacht. Dann gehe ich jetzt hier mal. Der kann jetzt plündern. Nein, der kann da nicht. Oh, ganz knapp nicht. Da, 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 da. Du schaust jetzt mal hier. Hier ist eine 13er Legion. Ah, das ist gerade wurscht. 19%, 24%. Sehr schön, sehr schön. 50 Jahre alt ist die schon. Eieiei. Ei. 50, ja. Gut, der heilt jetzt und der heilt jetzt gerade gar nicht. Super. Mit dem bleibe ich noch da. Mit dem bleibe ich noch da. In zwei Runden habe ich die. Der baut es gerade um. Und nächste Runde muss ich die einnehmen, sonst baut er da irgendeinen Schwachsinn rein. Gut, aber die Legion haben wir jetzt auch vernichtet. Schon mal wenigstens etwas. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Die nächste Runde. Was werden wir da machen? Ich glaube, Syrakus wird erstmal nicht angreifen. Ich hoffe. Nächste Runde werden wir unsere Provinz wieder aufpäppeln und dann werden wir Richtung Neapolis gehen mit beiden Armeen. Wir haben jetzt in zwei Runden bekommen wir die guten Pferde, die thessalischen. Ja, ne? Da werden wir mal mit der 501. vielleicht Richtung Lilibayern gehen und die 312. mit der grünen Legion dann hochschicken. Ich glaube, das klingt ganz gut.
Danke fürs Zuschauen und Zuschauen. Ja, sorry. Lispel. Ja, wie gesagt, wie immer, bei Fragen geschichtlich, was weiß ich, einfach nachfragen. Jetzt, wenn es Richtung Rom geht, werde ich auch ein bisschen mehr über Rom erzählen. Aber nicht so viel, sonst habe ich ja, wenn ich die Römer mache, vielleicht habe ich ja damit schon angefangen, habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich vielleicht zu dieser Zeit schon, also wenn das Video hier rauskommt, dass ich ja mit Rom schon eine neue Kampagne angefangen habe oder eben Sparta oder Seleukiden, mal schauen. Genau, einfach hinschreiben und fragen und dann kann ich die in den Kommentaren antworten. Also in den Let's Plays werde ich, oder also jetzt in dieser Kampagne werde ich das wahrscheinlich nicht beantworten können, weil eben wie gesagt, ich produziere ein bisschen vor. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye. Sega. Sie müssen bestraft werden!